Ich bin kürzlich über ein ganz besonders tolles neues Buch gestolpert. Es heißt Ich bin raus und ist von Robert Wringham. Erschien bei Heine & Co. Und zwar geht es um die Falle des Alltags. Es geht darum, dass wir 87.000 Stunden unseres Lebens mit Arbeit verbringen, 5.000 Stunden auf dem Weg zur Arbeit und trotzdem von Stress geplagt sind, von Schulden. Viele von uns sind nicht glücklich, wir fühlen uns isoliert und so weiter. Und was kann man dagegen tun? Er nimmt sich den berühmten Entfesselungskünstler Houdini, der vor über 100 Jahren gelebt hat und sich aus den unglaublichsten Ketten befreien konnte, und überträgt das auf heute, auf unsere Situation heute. Wie kann man sich befreien? Wie kann man in kleinen oder großen Schritten aus dem Alltag, wie wir ihn kennen, aussteigen und glücklicher werden? Das ist eine Anleitung zu mehr Freiheit und Glück durch weniger Arbeit und Konsum. Robert Wringham, Ich bin raus, eine ganz große Empfehlung von mir.